Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Folge Minecraft Minigames. Ja, wie ihr hört, bin ich auch ein bisschen krank, also deshalb kam auch gestern kein Xernoja und war auch ein Grund, warum Xernoja nicht kommt, ist, der Map-Ersteller hatte mir in den Kommentaren geraten, dass ich vielleicht mit wem anders noch zusammenspielen sollte. Also verschiebe ich Xernoja erstmal. Und spiele dann erst weiter, wenn ich noch einen anderen gefunden habe, mit dem ich das zusammenspiele. Ich weiß auch schon, mit wem ich das zusammenspiele, nämlich mit Micha zockt. Kanal unten in der Videobeschreibung. Und ja, heute spielen wir Xernoja. Nicht Xernoja, Minecraft, Entimoja, Minecraft Minigames. Und ja, wir spielen ja auf der, auf, also Server-IP natürlich wieder in der Beschreibung. Und wir spielen heute auf Jump World ein Empire-Quiz. Sicher kennen einige von euch Minecraft Empire. Und ja, wir geben dann hier oben, wir drücken dann die Rakete, geben nach Namen filtern und geben dann zum Beispiel Empire ein und Suche starten. Da kommen hier ganz viel Empire-Sachen. Und hier irgendwo gab es noch ein Empire-Quiz. Ja, genau, das spiele ich. Also seid nicht böse, wenn wenn nicht so viele Videos kommen. Jetzt erstmal, weil ich ein bisschen krank bin. Aber ja, wie heißt die Frau von Mo? Das war Arabella. Das weiß ich. Ich habe Empire selber geguckt. Wie heißt Petrits Pferd? Belteris heißt es auf jeden Fall. Das wusste ich noch. Aber der hat es auch so nach Dingsbums dekoriert. Haha. welchen Drachen hatte Baloui? Feuerdrachen und der hieß Flämmchen. Später hatte er auch noch. Nee, Kevin hatte später noch Lichtdrachen. Und er war ja mit Basti, der hatte einen Eisdrachen immer zusammen. Wer war nicht in der Mafia? Quotenkarte war Gamers Time. Kevin war nicht in der Mafia. Welchen Effekt bekommst du durch G-Times Hammer? Ich glaube Gift, weil das ist ja der einzigste negative Effekt. Und ja. Wo ist das Ziel? Oh, jetzt muss ich die Golddruckplatte finden. Aber hier. Oder? Ist hier das Ziel? Ah, ich glaube. Ich muss alle von diesen Kristallen. Und jetzt ist hier irgendwo die Golddruckplatte. Ich muss die Golddruckplatte finden. Das ist so schwierig, weil die könnte, kann hier immer überall drauf sein. Und man hat auch Sprungkraft. Warte. Haha! Ich könnte. Theoretisch wieder zu der Farbe. Wieder zu der Frage. Das ist witzig. Aber wo ist die Druckplatte? Das ist jetzt mal schwierig. Ist die vielleicht hier drin irgendwo? Was ist das? Sichtbarkeit. Alle. Wo ist die Druckplatte? Naja, egal. Wir haben das Jump Run ja geschafft. Jetzt suchen wir wieder nach Empire. Empire Quiz 1, 2, 3, 4. Okay. So.
Zack. Zack. So. Oh Mann. Ich bin irgendwie gerade dumm. So. Auch fast. So, oh Mann. Ich schaff das nicht. Es wäre ja doof, würde ich es nicht schaffen, bis das Quiz erst anfängt. Das ist ja sicherlich ein Quiz. Stand ja, glaube ich, da. Ja, das heißt ja Empire Quiz. 1, 2, 3, 4. Ja. Mann, ich war auf dem Block. Mann. Ich darf, glaube ich, nicht an der Wand sein. So, Mist, fast. Aber das war ja auch klar, dass Kevin Summer Gift macht. Weil wenn man einen schlägt, dann heißt das ja, dass man nicht gegen ihn kämpft. Und sonst Heilung und Sprungkraft, das hätte keinen Sinn ergeben. Ah, Mist. Aber ich glaube, ich kann hier einfach durchspringen. Ab hier. Oh Mann. Ja. Ja, und jetzt. Jawohl. So, jetzt kommt ein Quiz. Ja, man kassiert gar keinen Fallschaden. So, ein Quiz. Wie hieß der Zauberer, der Mo geholfen hat? Jonas. Das weiß ich. Also Minecraft Empire könnt ihr euch auch selber angucken. Also, ihr googelt einfach oder sucht bei YouTube einfach Minecraft Empire und da solltet ihr es finden. So mitgemacht haben ziemlich viele. Die bekanntesten sind so Revi und also Revi hatte ziemlich warte nochmal neu. Also Revi war, ich glaube, der mit den meisten Abonnenten. Und dann natürlich auch noch solche wie Mo, Sinus, Klim. So, was habe ich? Ach, ich habe Enderperle. Zack. Ich glaube, ich habe mich zu weit teleportiert. Da. Dieses Nausea, das regt mich auf. Und da gab es halt so zwei Epochen. Einmal gab es Steinzeit. Und ja. Und also erst gab es so Steinzeit, da gab es so verschiedene Clane. Und dann gab es halt Mittelalter. Und ja. Und ja, Revi und Tobi, also Ascation, haben dann immer so Waffen erforscht. Und, also es gab einen Gegner von allen. Das war Gaia. Erst haben sie Gaia verehrt, aber dann nicht mehr. Jawohl. So, und was jetzt? Ach, da. So. Wer hat Skype? Ich nicht. Ich fand das alles sehr gut. Und machen wir gleich noch ein Quiz. Weil es gerade so schön ist. Minecraft Empire Quiz. Von welchen Projekten soll ich noch Quizze machen? Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben.
Willkommen, hier gibt es ein paar Challenges. Eine Challenge Quiz, zwei Jump Run, drittes nächstes Quiz und dann Labyrinth, okay. Wer war der letzte Feind in Minecraft Empire? Das war Maverick. Massenmörder Maverick. Ja, genau. Nicht Gaia, nicht Gaia. Massenmörder Maverick. Oh, dass ich brenne, ist doof. Ah, oh, Mist. Ich hätte mich eigentlich gar nicht mehr zurück porten müssen. So. Aber diese Sprünge sind eigentlich voll leicht, nur dass man brennt, ist halt ein bisschen doof. Ah, Mann. Hä? Ach hier. So, jetzt brenne ich nicht mehr, das ist gut. So, diese Sprünge sind, wie gesagt, einfach eigentlich leicht. So, guckt, ihr seht, das ist ziemlich leicht. Zack, zack. Nein! Das war dumm. Aber dass es dazwischen auch keine Checkpoints gibt, das macht ja, dass es noch schwieriger ist. Mann, das regt mich auf, dass hier keine Checkpoints gibt. Sonst gibt es immer Checkpoints und dann kann man sich wieder dahin teleportieren. Weil hier gibt es einfach keine Checkpoints. Mann. Oh, man muss eigentlich gar nicht sprinten und springen. Es geht eigentlich auch so. Ey, Mann. Und dann teleporte ich mich auch immer zurück. Das ist doof. Also in diesem Jahr kommen auch viele neue Projekte. Da könnt ihr euch freuen. Und ja. So. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Zack, zack, zack. Ich darf nicht verkacken. Es geht ja noch richtig weit hoch. So. Ah, endlich. Wer war der Magier, der in Ausbildung war? Minecraft Empire. Masitrix. Jonas und Masitrix waren ja dieselben. Ich gehe mal hier. Mist, jetzt bin ich wieder hier. Das ist hier keine Checkpoints gibt, ist doof. Jetzt muss ich alles wieder hochspringen. Das kostet mega viel Zeit. Oh Mann. Ey, das gibt's nicht. Aber die Sprünge sind eigentlich voll leicht. Nur, dass man hier, dass es jetzt keine Checkpoints gibt, ist doof. Wenn ihr auf den Server geht, könnt ihr euch immer ein Quiz oder so ein Jump'n'Run selber machen. Und für ein zweites braucht ihr halt dann Premium. Und ja. Was? Ich kann jetzt schon bewerten.
Zack, zack, zack. Ich bewerte natürlich auf gut. Ich dachte, jetzt kommt noch das Job. Das Labyrinth, ja, okay. Ich mach das Labyrinth jetzt einfach mal. Aber ich habe ja schon bewertet. Sackgasse. Also vielleicht kommen in letzter Zeit, also vielleicht kommen in nächster Zeit nicht so viel, nicht so viel Videos. Es liegt dann einfach daran, dass ich ein bisschen krank bin. Und ja. So, ich glaube, man muss sich dann hier so rüber teleportieren und kann dann hier bewerten. Ja, ich hatte schon bewertet. Ich hätte eigentlich schon vorher rausgehen können. Aber ja, das war's dann für die Folge. Haut rein und ciao, Leute!